Union-Präsident Christian Constantin lieferte diese Woche viele Schlagzeilen. Das Spiel heute ist deutlich weniger schlagzeilenträchtig. Die beiden Mannschaften ineinander verkeilt, neutralisieren sich weitgehend. Die Siedener kommen in der 34. Minute zu ihrer besten Möglichkeit. Liebe Torhüter von Balmos muss gegen Jan Bammert Kopf und Kragen riskieren. Bei den Bernern machen sich die Absenzen von diversen Stammkräften bemerkbar. Nur einmal kombiniert sich Ibe gefällig durch die Sion-Defensive. Mumin Gamalö bringt den Ball nicht am toll reagierenden Anton Mitriuschkin vorbei. Die zweite Halbzeit startet mit einem Paukenschlag. Schnelles Umschaltspiel der Berner Young Boys nach einem Eckball für Sion. Oshé Assalé ist der Ibe-Konter-Spezialist. Assalé macht das überragend. Sverotic wird schwindlig getrippelt. Das 0:1 fällt in der 47. Minute. Vom Heimteam ist eine Reaktion gefordert. Die Siedener in ihren Aktionen aber selten zwingend. Kurz vor Schluss doch noch eine Ausgleichsmöglichkeit. Doch der Ball prallt von der Latte ins Spielfeld zurück. Sion verliert gegen Ibe. Präsident Constantin wird vielleicht schon bald wieder für Schlagzeilen sorgen. Der Stuhl seines Trainers wackelt nach der heutigen Niederlage gewaltig.